Hallo Jena, heute in einem neuen Format. Ich würde Ihnen gerne Probleme aus der Stadtentwicklung live an dem Objekt erklären wollen. Wir haben gestern Abend eine Ortsteilratssitzung gehabt mit den Vertretern von allen Schulen aus wenigen Jena, vielen, vielen Bürgern und meinen Dezernentenkollegen Hertsch und dem Werkleiter von KSJ, Herrn Feige. Und haben dort die Probleme in den Schulwegen in wenigen Jena wirklich im Detail besprochen. Wenigen Jena hat sehr viele Schulen, von denen sich ein großer Teil auch sehr bündelt. Wir haben zuerst die Heine-Schule, danach die Dualingo. Wir haben den großen Neubau der neuen Wenigen-Jener Gemeinschaftsschule. Wir haben die Leonardo-Schule und wir haben nicht zuletzt das Anger-Gymnasium. Alle in einem sehr engen geografischen Raum. Und es ist deutlich geworden, dass es wirklich viele Probleme gibt, dass es viele Missstände gibt und dass spätestens die Eröffnung des Neubaus der Wenigen-Jener Gemeinschaftsschule jetzt der Anlass sein muss, dass wir die Dinge einmal anpacken und mit Lösungen kommen für Missstände, die schon seit Jahren dasteht. Ich will Sie heute durch einige dieser Punkte führen und jeweils Ihnen sofort auch sagen, was wir vorhaben, ad hoc zu realisieren und wo wir Planungen anstoßen. Die erste Station für heute, direkt am Anger-Gymnasium. Es ist, glaube ich, wirklich augenfällig, was hier das Problem ist. Es gibt die offensichtliche Wegebeziehung, die wird auch sehr, sehr häufig benutzt. Es gibt sogar die Treppe oben und dann endet der Weg eben in einem Schlammweg. Das ist zu Recht bemängelt worden und wir müssen dann eine ganz schnelle Lösung dafür finden. Das Problem, warum das überhaupt so angelegt worden ist, habe ich recherchiert, liegt daran, weil das eine Ausgleichsmaßnahme war für eine andere Baumaßnahme hier im Umfeld. Und da musste diese Fläche dort renaturiert werden, naturnah gestaltet werden und da ist diese Wegebeziehung eben nicht angelegt worden. Nichtsdestotrotz, ich habe mit den Kollegen gesprochen, eine naturnahe Befestigung mit ungebundener mineralischer Oberfläche. Wir finden da eine Lösung, um da sehr, sehr rasch dem abzuhelfen und hier einen ordentlichen Weg herzustellen. Besonders breiten Raum hat gestern Abend natürlich die Schulwegssituation im Zusammenhang mit dem Neubau der großen Jena Gemeinschaftsschule in wenigen Jena eingenommen. Hier möchte ich nur ganz wenige Punkte formulieren. Zum einen wird ungefähr an der Stelle, an der ich jetzt gerade stehe, eine Fußgängerampel eingerichtet werden, damit die Straße hier sicher gequert werden kann. Wir werden im Kreuzungsbereich Geländer anbringen, so dass nicht direkt in der Kreuzung dann die kleine Straße gequert wird, sondern im hinteren Bereich. Und was mir noch besonders wichtig war, wir werden vor der Schule einen sehr breiten, etwa 5 Meter breit, werden einen sehr breiten kombinierten Radgehweg einrichten, dass auch an dieser Stelle auch die Schulkinder mit den Rädern von beiden Seiten hinfahren können. Und trotzdem wird es uns gelingen, den Grünstreifen im Wesentlichen vor der Schule zu erhalten. Auch das hat nochmal eine zusätzlich trennende Wirkung. Falls es weitere Maßnahmen nötig sein sollten, haben wir dann noch die Gelegenheit, in den nächsten Jahren, wenn die Schule langsam aufwächst, das herzustellen. Hier vor der Heinrich-Heine-Schule sind wir konfrontiert worden mit einem, ich sagen muss, wirklich etwas skurrilen Fall. Es geht um den Fußgängerüberweg über den Zebrastreifen vor dem Schulgelände, der, wie Sie sehen können, ganz augenscheinlich auf der falschen Straßenseite angeordnet ist. An dieser Stelle mündet er in den Wertstoffcontainern. Da gibt es keinen Gehweg. Ganz offensichtlich muss er an der anderen Seite angeordnet werden. Und das war der ganz dringende Wunsch der Schulleitung und der Elternvertreter. Und ich habe das heute Morgen sofort prüfen lassen. Wie kam man denn überhaupt darauf, den auf der anderen Seite einzurichten? Tatsächlich war das geplant auf dieser Seite. Man wollte das hier einrichten, aber der Grundstückseigentümer war nicht bereit dazu, das auf dieser Seite mit einzuordnen. Das ist eine Situation, mit der können wir uns schichtenergreifend nicht zufrieden geben. Ich werde das nochmal angehen und ich bin mir sehr sicher, wir werden den Zebrastreifen auf die andere Seite bekommen. Das sind wir einfach der Schulwegsicherheit schuldig. Hier sind wir nun an unserer letzten Station heute angekommen. Wir befinden uns am wenigen Jenaer Ufer und am Kries. Ein Bereich, der auch wirklich fast alle Schulen betroffen hat, als einen regelmäßigen Schulweg. Sie haben es gerade sehen können, es gibt die wunderschöne neu gestaltete Wegeverbindung, aber dann hier am wenigen Jenaer Ufer am Kries hört es dann auf.
Hier ist es schon schwieriger, mit ganz schnellen Lösungen zu kommen. Wir können aber zumindest die Planung jetzt direkt starten. Wir haben Fördermittel in Aussicht stehen, um das möglicherweise 2021, 2022 realisieren zu können. Der Zeitraum bis dahin ist ein normaler Zeitraum, die solche Planungen nehmen. Und ich würde gerne an dieser Stelle zusammen mit dem Ortsherrat auch die verschiedenen Varianten diskutieren können, zusammen mit den Schulen und den Schulleitern, weil hier sind verschiedene Varianten denkbar, beispielsweise eine gemeinsame Verkehrsfläche, ein verkehrsberuhigter Bereich auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch durchaus die Weiterführung des kombinierten Rad-Gehweges, so wie wir sie im Vorfeld vorgefunden haben. Auch hier dringender Handlungsbedarf. Nach wenigen Metern hört sogar dieser viel zu schmale Fußweg auf und es gibt wirklich nur noch die Straßenfläche, die zugeparkt wird. Hier müssen wir sehen, dass wir auch da schnellere Sofortlösungen finden. Aber mich freut sehr, dass wir hier auch wissen, dass wir in wenigen Jahren insgesamt zu einer komplett neuen Situation kommen werden. Ich bedanke mich, dass Sie zugeschaut haben und das nächste Mal wieder zu einem anderen Thema.